Servus Leute, was geht? YouTube, ich bin's wieder, Ari, schön in Hamburg. Wo ich mich jetzt gerade zeige, ist ein bisschen unpassend, weil hier halt alles voll mit Leuten vorhin waren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich mich mal ein bisschen von dem Fleck entfernt. Mir gefällt es richtig gut hier in Hamburg. Muss ich ganz, kann man ja auch mal so sagen. Wir haben gestern haben wir gut irgendwas unternommen. Da ist auch empfehlenswert, würde ich mal sagen. Und ja, bevor ich auch mal weiterrede, haben wir hier auch der Matt Reeves am Start. Guten Morgen, heute mal ohne Sonnenbrille. Ins Schießfach packen, einfach vergessen rauszunehmen. Naja, ärgerlich, egal, muss ich mit leben. Ja, der Arme ohne Sonnenbrille. Naja, so ist es halt. Wenn man halt auch ein bisschen schneller unterwegs heute ist. Ich wollte halt mal sagen, weil ich jetzt gestern halt nichts gebracht habe, weil wir einfach mal privat unterwegs waren. Einfach mal die komplette Stadt so richtig unter die Lupe genommen haben. Und jetzt seht ihr mal ein bisschen was von Hamburg. Hier haben wir den Hamburger Hauptbahnhof. Welches mal so richtig. Ja, Zeit ist auch jetzt wegen der Sonne auch jetzt. Muss man auch erstmal zu sagen. Aber ich sag jetzt nur ganz ehrlich, hier ist alles abgesperrt. Alles. Wir müssen hier gucken, wie wir überhaupt darüber kommen. Wollen in die Stadt. Nur alles abgesperrt hier wegen den Fahrradfahrer hier. Die haben hier ein Event. Ja. Mal schauen. Da vorne gucken, dass man vielleicht über die Ampel da hinten kommt. Wenn wir Pech haben, gucken wir gar nicht drüber. Wir müssen ganz, ganz hinten raus oder so, dass wir irgendwann rüberkommen können. Ja, wie gesagt, Hamburg ist eine echt schöne Stadt, ist viel zu entdecken. Also Wochenende ist viel zu kurz für sowas. Aber man hat halt gemerkt, man hat halt aber auch schon diversen Pläne halt auch durchgeschmiedet. Wir waren auch im Smilodog Store, erstmal Hashtag Smilodogs in die Kommentare. Und ich habe da auch jetzt nichts filmen können. Und ja, jetzt werden wir halt mal gucken, dass wir halt auch ja, ihr wisst Bescheid, ich bin heute auch zivil unterwegs hier. Ich darf, sagen wir mal, ich habe es jetzt mal gezeigt, aber machen wir No-Produkt-Platzierung, ihr wisst Bescheid. Dass man das immer irgendwie erwähnen muss, nur weil man mal berühmte Klamotten anhat oder was weiß ich, das ist Quatsch, das ist Scheiße. Sowas von unnötig. Mal hier die Radfahrer, die können wir gleich mal so hoch. Boah, was ist das, ey? Hier ist alles abgesperrt. Alles für diesen Radsport abgesperrt. Müssen wir gucken, ob wir jetzt hier rüberkommen. Kommen wir auch nicht. Wir haben ein Problem. War da vorne auch der Übergang gesperrt? Keine Ahnung. Anne.
so ein blöder Scheiß jetzt mit dem Kummel. Da fahren die jetzt nach rechts. Das ist eine Radstrecke gemacht. Die fahren nach rechts und dann links. Ja, ja, halt. Das ist ein Rennen oder was? Keine Ahnung. Sieht so aus. Sieht nur so aus, dass die sich jetzt drei üben fürs Rennen. Die jetzt da später ein Rennen haben oder was? Ach, egal, nee, nur das Problem ist, wir wollten ja durch die Stadt. Das ist doch mein Ding. Ja, wie gesagt, müssen wir mal gucken jetzt. Ja. Laufen wir halt dann wieder zurück. Wir schauen, ob wir vielleicht da drüben weiter. Weiter laufen können. Ja, gestern waren wir auch noch im Fitnessstudio ein bisschen trainieren. War eigentlich relativ angenehm. Nur wir haben erstmal dreimal gesucht, wo das ist. Ja, wenn man halt sich nicht auskennt. Wir sind ja nicht aus Hamburg, also von daher. Da muss man halt dann immer suchen. Und dann halt auch mal manchmal aufs. Das Internet zählen und dann ist es manchmal falsch, manchmal richtig. Nee, ist rot. Keine Ahnung, das ist aber unnötig. Da braucht man gar nicht stehen zu bleiben. Ist eh alles abgesperrt. Blöd ist, weil ich wollte jetzt eigentlich euch noch die Stadt zeigen, so die Innenstadt. Ja. Aber ich komme da gar nicht zu, wenn hier das jetzt abgesperrt ist. Ich glaube, die starten hier und warten dann. Ein schönes Wochenende würde ich auch mal so behaupten oder sagen. Ich weiß nicht, was der Matt darüber denkt. Das können wir aber ihm gleich fragen, wenn wir wissen, wo wir hier durchlaufen können. Praktisch an, wo wir jetzt hier durchlaufen können. Moment. Moment, versuche ich erstmal durchzukommen. Und ich weiß, Überblick, gell? Ja, ja. Der Überblick ist. So, ich weiß, wie man rüberkommt. Wir laufen einfach über die U-Bahn hinten durch. Ja, genau. Wenn das nicht offen hat, dann verstehe ich es nicht. Weil die müssen die U-Bahn jetzt offen lassen, dass wir da durchkommen. Thank you.
nichts erzähle hier, weil hier Trümmel pur ist. So gehen wir durch jetzt. So, sind wir hier unterirdisch. Vielleicht hören wir uns jetzt mal ein bisschen besser. Nee, wie gesagt, ich sag's wie es ist. Hier ist die Hölle los, obwohl es Sonntag ist. Krass. Ja? Es ist viel, gell? Ja? Los. Also für meinen Tag, ich hätte jetzt gesagt, sonntags Hamburg so belebt ist. Ich vermute mal, dass das vielleicht auch, also dass das nicht nur an dem, dass das nicht nur an dem, ja, an dem Rennen hier liegt, sondern auch daran, dass diese Stelle hier direkt am Bahnhof ist und dass hier jeden Tag irgendwie Leute ankommen, der wegfahren. Irgendwie, ja. Das ist ja klar, weißt du? Das ist so. Das ist ja. Das kann man auch mit unseren Städten gar nicht vergleichen. Wie es dann nachts wird, gell? Wenn wir zurückfahren. Bin ich auch gespannt. Weil es ja eigentlich auch Sonntag ist, weißt du? Ob es dann voll wird. Weil in der Hinfahrt, Alter, auf Hamburg können wir gleich mal eine Story erzählen. Das könnten wir jetzt gleich auch machen. Da haben wir halt auch wieder ein bisschen Pech gehabt, aber wir sind doch noch pünktlich angekommen. So. Wir sind gefahren um 1.18 Uhr von Mannheim. Und der Zug war pünktlich da, hat dann wegen Gleisaufbauarbeiten halt noch gewartet, bis der andere Zug entgegengekommen ist. Haben wir schon mal 10, 15 Minuten Verspätung gehabt. In Frankfurt wurden ärztliche Behandlungen gemacht. In unserem Zug, auch noch alles in unserem Zug, haben auf einmal über 26 Minuten Verspätung gehabt. Dann sind wir losgefahren. Auf einmal, wie ein Blitz getroffen, haben wir nach Hannover nur noch eine Minute Verspätung. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber er hat nicht viel Standzeit gehabt. Die höchste Standzeit war in Frankfurt. Mit 20 Minuten und der ist später sogar losgefahren. Was ist das? Verstehe ich nicht. Der hat da mal richtig aufs Gas gegeben. Auf richtig Gas gegeben. Ja. Jetzt sind wir mitten in der Innenstadt in Hamburg. Da haben wir noch mal. Der hat halt gebockt zu reden, habe ich das Gefühl. So. Ja. Die Stadt sieht eigentlich so aus, wenn man jetzt die ganzen Dinge. Wir wissen ja ganz genau, dass hier ja gerade so ein Rennevent ist mit dem Fahrrad. Das haben wir euch eben gerade mitgenommen am Hauptbahnhof. Und hier ist, denke ich mal, die Stadt ein Ziellinie. Schon wird da nicht die ganze Zeit geredet. Laufen wir so rum und so rum, da haben wir Trübel, oder? So.
Vielleicht kann ich auch noch euch zeigen, wo wir trainieren waren. Könnte ich auch mal kurz zeigen dann. Wir laufen dann an der Europapassage vorbei. Wer in Hamburg wohnt, wisst Bescheid, was das ist. Ja, wie gesagt, es gab halt auch jetzt, guck mal, hier alles. Sagt, wie es ist. Das fühlt sich so an, dass es unter der Woche von uns ist, also von meiner Stadt zum Beispiel in Mannheim, wenn die Stadt voll ist und das ist Samstag. So fühlt sich das hier jetzt an. Ja, das ist so. Du kannst Hamburg einfach nicht vergleichen mit so einer Stadt. Kannst du das? Und ja, guck mal, hier alles voll und dann hier Zelte natürlich für die Fahrräder. Wow, und dann hier. Natürlich ist hier alles zu, aber man merkt, hier ist so Strudel. Man hat. Und jetzt ist hier Stau. Jetzt kommen wir nicht mehr weiter. Ja, so ist es. Guck mal, immer weiter. Weil später noch. Auf jeden Fall kommt da noch ein Video am Montag. Da tue ich schon mal alles Revue passieren lassen, was mir so am Wochenende sehr gut gefallen hat. Hallo? So, würde ich jetzt mal sagen, müssen wir erstmal da lang laufen. Weil hier ist Trübel voll, ey. Da können wir gar nicht durchkommen. Weil ich sind dort durchgelaufen und dann wären wir vielleicht Richtung Hafen City gelaufen, weißt du? Aber hier. Egal. Sag du Ammo was hier. Tja Leute, soll ich groß sagen, mir fällt hier nichts zu ein momentan. Also ja, ich bin halt ich bin noch nicht so ganz wach, so wie das gerade aussieht. Der braucht seinen Kaffee. Das bei einem das. Und zum anderen muss ich erstmal wieder richtig akklimatisieren. Deswegen. So, das war das Statement. Vom Wachwerden vom Matrix. Aber wie gesagt, wenn ihr von uns beide mehr sehen wollt, einmal Hashtag Infinity Let's Play in die Kommentare und einmal Hashtag Matt_Reeves34 in die Kommentare. So, das ist für mich mal alles gesprochen. Wie gesagt, empfehlenswert ist es. Ich kann nur sagen, kommt auch mal nach Hamburg mit einem Freund oder mit einer Freundin, das ist egal wie. Es ist sehr schön dort. Die Hamburger Kiez, ja, ihr wisst Bescheid. Da könnt ihr ja auch hingehen. Alles für junge, ältere Leute hier. Es gibt viel zu entdecken hier. Und ich bin jetzt direkt an der Europapassage angelangt. Nur kann ich jetzt das Fitnessstudio nicht zeigen. Weil es ist ganz oben. Wir haben einen extra Aufzug dafür. Da müssen wir jetzt zum Jungfernsteig.
nennt sich das. Das ist, oder Jungfernstieg. Nicht Steig, sondern Stieg. Da vorne. Das ist die Anacher U-Bahn-Haltestelle. Und dann ist da ein extra Fahrstuhl für unser Fitnessstudio, wo wir gestern waren. War eigentlich schön dort. Nur, ich finde in Mannheim viel, viel exklusiver, viel, viel besser gemacht. Keine Ahnung, warum ich es so empfinde. Aber ja, es hat aber gut getan gestern. Und wie gesagt, Neon Sub, Smilo Dogs haben wir auch gesehen. Der Store ist klein, aber fein, würde ich mal sagen. Ja, das kennen wir doch irgendwoher. Dann gehen wir hier mal rechts, bevor wir nämlich aufhören. Wir können ja nur mal die Stadt so ein bisschen betrachten hier. Wir sind hier jetzt mitten in Hamburg drin, in der Innenstadt. Ich zeige jetzt euch noch schnell das Fitnessstudio. Ja, was ich noch dazu sagen will, ihr wisst Bescheid. Ab Dienstag geht's bei mir erst wieder weiter mit dem Let's Playen und ihr wisst Bescheid. Es kommt immer näher. Die neuen Events vom Kanal, denkt immer dran. Hashtag F1 2017 in die Kommentare zu schreiben und Hashtag ja. und Hashtag FIFA 18 in die Kommentare. Das sind die neuesten Events. Andere Events verrate ich noch nicht. Aber ihr, wenn ihr clever seid, denkt mal nach. Das habe ich bei vielen Let's Plays auch schon gesagt. Und ja. So, sind wir hier gleich da, dann können wir, zeige ich mal kurz das Fitnessstudio, das ist direkt hier, vorne ist der hier ist ein exklusiver Aufzug. Wir können ja mal die Europapassage zeigen. Ja, hier ist der Aufzug, wenn ihr es seht. Und hier ganz, da vorne vielleicht? Ganz oben. Hier ganz oben, hier ganz oben. Da haben wir trainiert. Ich kann noch mal kurz hingehen. Da sehen Sie es. Fitness first. Platin. Oder warum? Soll aber auch jetzt keine Produktplatzierung sein. Können wir genau so uns hinstellen. Genau. Soll keine Produktplatzierung sein. Und der Mattress hat bestimmt auch noch einiges zu sagen und dann hau mal ab. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag und einen guten Start in die Woche. Und bleibt bei mir auf dem Kanal, um Mattress mit zu unterstützen. Auch Mattress 34, ihr wisst Bescheid. Und haut rein. Bis dann, euer Ochi. Tja Leute, was gibt's groß zu sagen? Jetzt sind wir hier an diesem Aufzug, wo oben das Studio ist. Ich kann es ja mal kurz zeigen. Hier steht's ja. Gestern haben wir ziemlich blöd gesucht, weil wir gedacht haben, es wäre irgendwo hier.
Und dabei musste man hier rein und hochfahren. Aber das haben wir erst nach einer halben Stunde oder so erfahren. Aber egal, auf jeden Fall für dieser Aufzug in dieses Studio. Und also das Fitness First Platinum. Und ich finde es eigentlich, wenn man weiß, wo der Aufzug ist, finde ich es eigentlich ganz praktisch. Man geht hier raus, kommt hier rein, zack, fährt hoch. Eigentlich die einfachste Variante, die es gibt. Ja, dazu denke ich mal, wäre alles gesagt. Was das Wetter jetzt betrifft, es ist zwar schön, aber es kommen Wolken. Und bei uns ist es immer noch relativ windig. Ich denke mal, in den kurzen Klamotten werde ich heute vielleicht den ganzen Tag nicht hier rumrennen, weil ich habe keine Lust zu holen. Aber jetzt werde ich erstmal gleich, nachdem ich dieses Video hier beende, werde ich erstmal was essen, also sprich was frühstücken, einen Kaffee trinken, um in Wallung zu kommen. Ja, und dann sehen wir einfach weiter. Also bis dann. Ciao.